Nein, ich bin kein Frosch von einem Brunnen, der nur ein Stück vom Himmel sieht. Und er denkt, er hat die Welt gesehen, das schlägt mir aufs Gemüt. Yeah, 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 yeah. Du musst mich nehmen, wie ich bin, sagte der Tiger und machte sich sprungbereit. Du, mich auch, sagte der Jäger und schoss ihn nieder. Werte Preisverleihungsversammlung und vor allem werter Preisträger Rolf Gößner. Das Verwaltungsgericht Köln hat im Februar 2011 geurteilt, die Überwachung des Bürgers Rolf Gößner durch das Bundesamt für Verfassungsschutz ist grundrechtswidrig und unverhältnismäßig. Die Überwachung hatte über 38 Jahre gedauert. Und an dieser Stelle begrüße ich auch die hier möglicherweise, wie bei Referaten unseres Preisträgers früher üblich, anwesenden V-Leute, Informanten, Spitzel und IMs. Und meine Begrüßung ist präventiv, zumindest verbunden mit dem Ausdruck großer Abscheu. Wir würden Ihnen allerdings, so Sie hier anwesend sind, wenn Sie sich zu erkennen geben und mit einem gültigen Pass ausweisen können, die Möglichkeit eröffnen, Ihr Tun zu bedauern, sich öffentlich von Ihrem Arbeitgeber zu distanzieren, und wir würden Sie in die Gemeinschaft der Demokraten aufnehmen. Rolf Gößner befürchtet, wie er sagt, dass er möglicherweise bis ins hohe Rentenalter mit der juristischen Erkämpfung seiner Grundrechte befasst sein muss. Wenn Sie sich in unserem Staat auskennen, dann wissen Sie natürlich schon Folgendes. Der Preisträger wurde nicht nur vom Geheimdienst der Bundesregierung überwacht, sondern auch von den Geheimdiensten diverser Landesregierungen, die ebenfalls ein in die Tausende gehendes und zur absoluten Geheimhaltung verpflichtetes Personal beschäftigen. Der Preisträger hat auch die bundesdeutsche Rechtstradition ausgeleuchtet, etwa in seinem Buch Die vergessenen Justizopfer des Kalten Krieges, Verdrängung im Westen, Abrechnung im Osten, Fragezeichen. In dem Buch Menschenrechte in Zeiten des Terrors, Kollateralschäden an der Heimatfront, prangert er den Zusammenhang an, der zwischen der ebenso rechtslastigen Bekämpfung des halluzinierten Terrorismus und dem Abbau von Menschenrechten besteht. Und dies nicht nur in Deutschland, sondern in der gesamten sich selbst so nennenden westlichen Wertegemeinschaft. Immer wieder weiß Rolf Gößner im Unterschied zu anderen Kritikern des Verfassungsschutzes und der Polizei darauf hin, was hier letztlich geschützt wird, nämlich eine bestimmte Sozial- und Wirtschaftsordnung. Eine Ordnung bzw. Unordnung, die die Selbstbereicherung vor allem der alten und neuen wirtschaftlich und finanziell Mächtigen ebenso ermöglicht, wie die damit ursächlich verbundene Verarmung und Entrechtung der abhängig Beschäftigten bzw. noch Beschäftigten und der Arbeitslosen und vieler weiterer Betroffener. Im Unterschied zu den heimlich und rechtswidrig zustande kommenden und herbeifantasierten Erkenntnissen der Inlandsgeheimdienste hat der Preisträger seine Erkenntnisse auf rechtlich einwandfreien Wegen erlangt und sie mit Fakten erhärtet. Keine seiner veröffentlichten Erkenntnisse konnte widerlegt werden. Überhaupt, so finde ich, ist es eine Beleidigung für die menschliche Erkenntnisfähigkeit, wenn geheimdienstliche Produkte als Erkenntnisse bezeichnet werden. Diese widerlichen Produkte zerstören zudem die Demokratie, während die Erkenntnisse unseres Preisträgers die Demokratie befördern. Die Demokratie wird den Demokraten bekanntlich nicht geschenkt. Wir klären auf durch kritische Publizistik, wir bauen eine vernetzte Gegenöffentlichkeit auf, wir müssen aber die Demokratie auch erzwingen. Wie beispielsweise der heutige Preisträger es mit den Urteilen
der Kölner und Düsseldorfer Gerichte erreicht hat. Ich erinnere zudem an den deutschen Nationaldichter Johann Wolfgang von Goethe, der durchaus in der Lage war, zu wichtigen Erkenntnissen zu kommen, die auch heute noch gültig sind. Er schrieb in seinen Maximen und Reflexionen: Wer das Recht auf seiner Seite hat, muss derb auftreten. Ein höflich Recht will gar nichts heißen. Werter Rolf Kössner, mit Dank und Anerkennung für das hartnäckig und kundig geleistete und durchgestandene, du hast dich um unsere gefährdete Demokratie verdient gemacht. Herzlichen Glückwunsch zum Kölner Karlspreis. Es gibt hier eine Medaille. Ey, wo ist sie denn? Hat der Kollege. Der Kollege Hans-Dieter Heim, wo ist er denn? Ja, ich meine, die wäre, also ich kenne die in einem größeren Format, aber möglicherweise. Ja, möglicherweise. Sag mir doch, was Freiheit ist. Ist die hässlich oder schön? Kann man sie fühlen oder riechen? Oder kann man sie auch sehen? Einen Mercedes oder fährt sie Kadillac? Oder trägt sie einen Zylinder, weißes Hemd und schwarzen Frack? Und ich bin kein Frotzenbrunnen, der nur ein Stück vom Himmel sieht. Oder denkt, er hätte die Welt gesehen, das schlägt mir aufs Gemüt. Ja, ich bin kein Frotzenbrunnen, der nur ein Stück vom Himmel sieht. Oder denkt, er hätte die Welt gesehen, legt mir aufs Gemüt. Vielleicht kann man die Freiheit saufen, so wie Schnaps und Bier und Wein. Ich hab das oft schon ausprobiert, doch das kann's auch nicht sein. Denn komm ich aus meiner Kneipe und kann kaum noch gerade gehen, dann ist die einzige Freiheit, die ich habe, alles besoffen zu verstehen. Und ich bin kein Frosch im Brunnen, der nur ein Stück vom Himmel sieht. Und er denkt, er hätte die Welt gesehen, das steht mir aufs Gemüt. Ja, ich bin kein Frosch im Brunnen, der nur ein Stück vom Himmel sieht. Und er denkt, er hätte die Welt gesehen, das steht mir aufs Gemüt. Vielleicht ist auch die Freiheit in dem Arsch von deinem Boss versteckt, sonst wär's doch gar nicht möglich, dass du so oft ihn leckst. Und so manche, den ich kenne, der kriecht da sogar hinein. Doch die Freiheit, die ich meine, die kann da drin nicht sein. Damit wir sie bloß nicht sehen. Jetzt könnt ihr klatschen.
anlässlich der Verleihung des Karls-Preises an Rechtsanwalt Dr. Bössner, unter anderem Vizepräsident der Internationalen Liga für Menschenrechte. In gewisser Weise wechseln wir uns ab. Also ich war 5 Jahre Präsidentin, da war er 5 Jahre Präsident und mal sehen, wie es weitergeht. Also im Namen unseres Vorstands, der Mitglieder, da bin ich ganz sicher, und auch aller Freunde und Freundinnen der Internationalen Liga möchte ich natürlich für Menschenrechte möchte ich natürlich zuallererst dir sehr herzlich gratulieren, lieber Rolf, verehrter kritischer Publizist und Grundrechtsexperte, gefragter Politikberater und Menschenrechtsaktivist. Ich möchte dir von ganzem Herzen für die Verleihung des Karls-Preises, der von der Neuen Rheinischen Zeitung gestiftet wurde und in diesem Jahr, das wissen wir jetzt ja alle Anwesenden, zum dritten Mal vergeben wird. Wir sind stolz auf dich, lieber Rolf, und bewundern, du weißt es nicht erst seit letztem Jahr, deinen Mut. Es machen sich möglicherweise nicht viele Zeitgenossen und Zeitgenossinnen. Es machen sich möglicherweise nicht viele Zeitgenossen und Zeitgenossinnen klar, welche starke Nerven es braucht, allein Geheimdienstexperte zu werden. Diese Titulierung las ich neulich in einem Steckbrief, Dr. Rolf Bössner, Geheimdienstexperte. Du bist aber nicht nur Geheimdienstexperte. Das fändest du sicher sehr zu langweilig, diesen Dienst einfach nur zu erforschen und Bescheid zu wissen und über diesen Dienst Expertisen zu erstellen. Du bist, das macht deinen Zweitjob oder deinen Erstjob, das habe ich nie richtig rausbekommen, so gefährlich, du bist auf Demaskieren spezialisiert. Weit und breit bist du der Einzige, der jene vom Staat bezahlte, als VS oder V-Schutz bezeichnete öffentliche, aber nicht offen, sondern streng geheim agierende Agentur, als Verbrecher- und Verbrechensschutz par excellence aufzudecken und eben zu demaskieren vermag. Niemand hat vor dir diesen Schutz als Verbrecher und Verbrechensschutz demaskiert. Du tust es in der dir eigenen stillen, vielleicht nicht ganz furchtlos, indes beherzten Entschlossenheit, die dir eingedenk deiner Befunde über die Ungeheuerlichkeiten, ja über die regelrechten Verbrechen im Namen der Verfassung als Anwalt so selbstverständlich erscheint und uns zu großer, großer Anerkennung deiner Zivilcourage und beflissenen Prinzipienfestigkeit immer wieder bewegt. Dir ist es ernst mit der demokratischen Verfassung, daran kann kein Zweifel bestehen. Wenn der Buchstabe V und selbst das Wort Verfassung in dieser Republik von denen, die sie zu schützen vorgeben, nicht so beschädigt wäre, stünde dir die Titulierung Verfassungsanwalt am besten an.